Jo, hi. Bin mal wieder alleine heute. Da kam einfach nicht richtig dazu, was aufzunehmen. Habe heute schon ein paar Versuche gehabt mit Kollegen. Aber jedes Mal wollte LOL nicht. So mein PC nicht. Sagt denn ja, nee, hier kannst du nicht FPS. Lässt sich scheiße aufnehmen. Und zuzugucken ist dann ja auch blöd, weil man halt weniger FPS als das Video zumindest hat. Ist ja auch blöd denn. Und nicht nur 4 FPS kriegt, dann kriegt er die auch Bussen. Macht keinen Spaß so zu gucken. Ich habe schon nicht best Qualität, aber noch weiter runter muss ich ja nicht gehen. Naja, muss ich jetzt das alleine machen. Ich hoffe, ich krieg's halbwegs hin. Natürlich wahrscheinlich etwas ruhiger sein, leider. Aber mache ich ja meist mit anderen. FPS 30, okay. Ich glaube, wenn es bei 30 bleibt, dann geht das ja. Machen wir damit an. Habt ihr jetzt genau das geholt? Runenkriege Renekton. Was sind sie jetzt geholt? Muss sagen, ja, so eine Schulter, was hier so roter ist. Bin ich jetzt nicht so schön, aber naja, hab einen Skin, reicht, ne? Wahrscheinlich bin ich auch nicht. Der Kuh sieht fein geil aus. Finde ich. Naja. Das war ja schon die Dach. Riecht nach einer Challenge im Late Game, würde ich sagen. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. An der Hand, oder wie heißt das? Auf der Jagd? Das kann ich aber nicht probieren. Wen muss ich denn? Gegen Rengar, okay. Eine Westhunterin League. Ja, natürlich. Die Vasallen sind erschienen. Ein Jubi. Oh, das wäre Glück. Okay, hier ist unser Kha'Zix. Na, hoffentlich macht er sich gut. Ja, das Skin hat so ein paar Sachen, die überarbeitet werden können. Merke ich auch schon. Ja. Du schaffst das. Hardpull, oh. Naja, ist sich jetzt erst egal. Er hat's. Ich glaube auch relativ gut. Okay, Rengar. Was macht der denn? Er macht hauptsächlich eigentlich Auto-Attacks, ne? Ja, Rengar hauptsächlich Auto-Attacks macht. Ninja-Tabi wäre eine Idee. Wäre eigentlich Ninja-Tabi eine ganz gute Idee. Einfach würde ich sagen, dass wir anfangen zu last-hitten, ganz normal. Er macht er auch nicht. Wenn er mich angreift, dass ihn ja auch nicht angreifen. Ich habe mir wahrscheinlich was. Okay, habe ich jetzt nicht gerade mehr Shani fressen als er war. Dann krieg ich doch ausgegeben. Ja, sag ich doch. Mach ich grad schon ein bisschen. Boah, lass mich bloß in Ruhe hier, bitte. Das reicht für Ringer. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Zack. Schön, die fressen gerade. Nice. Komm, verbrauch deine Wildheit. Verbrauch sie, bitte. Krieg ich sie nämlich nicht ab. Gar nicht schlecht. So. Okay, Rengar wartet oben im Busch. So ganz klassisch, wie es ein Rengar halt macht, ne? Das ist wie Gavin. Immer im Busch. Okay, hätte ich besser setzen können, müsste heilen, aber... Okay. Stimmt, der hat doch gar keine Sustain, ne? Bis auf seine Heiltränke. So eine Heiltränke hat natürlich gar keine Substanz, Kerl. Ich hätte auch keine Heiltränke mehr.
Ich hab halt noch mein Cool, das ist guter. Das muss ich natürlich auch voll ausnutzen, das ist ganz klar. Trotzdem nicht. Jetzt wieder sein. Ein Witter da verbraten, gut, jetzt kann ich gleich ran. Wahrscheinlich immer wieder schön Schaden machen. Wenn er die Line verlässt, dann habe ich sie geschafft. Nice, ich hab's! Geil, hab ne. Perfekt. Turm pushen und weggehen. So, nice, 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 nice. Das ist schon mal nice. Okay, was kaufe ich jetzt? Der sagen hier, ruhig die Substanz. Sollte gut sein. Ich würde dann sagen, ich kaufe mal das so. Ich verzichte jetzt mal auf die Schuhe und kaufe zuerst die Rüstung. Wenn er mir weniger Schaden macht, kann ich mir umso besser gegen den Schaden durchgehen. Dann hätte er nicht, dass sich ein Duell der HP leisten. Wer zuerst zu wenig HP hat und zurück muss, hat halt schon ein bisschen verkackt. Und ja, mir fällt gerade auch noch ein, dass er auch seinen Heal hat. Also, er hat schon was, um sich zu heilen, aber letztendlich habe ich, glaube ich, mehr. Was es denn angeht. Ich gehe weg. Das ist, ich habe es nämlich nie geschafft. Ich habe keine Combo bereit, deswegen gehe ich lieber. Ja, das habe ich gut Schaden gemacht, würde ich sagen. War schon gut. War ein guter Trade für mich. Auf jeden Fall. Kann ich schon mal sagen, ich habe jetzt schon mal die Preseason für 2015 angetestet und muss sagen, bisher gefällt es mir nicht. Ein Item, was ich mir wahrscheinlich später auch kaufen werde, wird mich auch verschwinden. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Na, ist gemacht. Oh Gott, 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 jetzt war ich doof. Ich weiß nicht, ob ich noch da bleiben sollte. Oh, der hat das Sicherheit auch. Schade, 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 schade. Nice! Ein Gegner wurde getötet. War natürlich jetzt nice. Wer hätte ich Gang abgeräumt, hat er keinen Sieg, hat er die Sinnwehr abgeräumt. Das ist doch geil. Und so muss es natürlich laufen. Es läuft natürlich jetzt super gerade. Perfekt. Dafür darf ich was Gutes. So, ja, im Shop. Nicht nur mit Shop gucken, aber auch mal ein bisschen auf den Jam achten. Es gibt schon einige Leute, die sind dann für mich plötzlich gestorben. Weil da plötzlich doch noch ein Gegner war. Soll es hier einige geben, die darauf noch verreckt sind. Ein Gegner wurde getötet. Ich weiß gar nicht, hat eine Begrenzung, ne, bis es diese Heilung gibt. Ich muss sagen, trotzdessen mag ich so wie zwischen. Ich dachte so, oh, ist ja begrenzt die Heilung. Aber was eigentlich das gut. Ich habe meinen Zauber bereit.
bin ja beschädigt, richtig schön stark beschädigt vor allem. Ich lasse es. Ich habe da gerade wieder gut drauf gegriffen. Und Wanneken ohne Zauber kann ich viel. Dann gehe ich über zurück und warte, ob wir mal wiederkommen. Natürlich, falls er nochmal zu nah rankommen sollte. Aber schön zu wissen, dass ich den Ringer gewinne. Bisher habe ich immer total die U-Bahn. Letztes Mal mehr AD, dafür habe ich halt die Ninja-Tabi-Schule. Das heißt, bis er sich das nicht nachstecken kann. Ich will schauen, wen er macht, damit macht er wieder weniger als ich. Schon gesehen. Gesehen hat, okay, bleib ein bisschen weg. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Genau so hatte ich es geplant. Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, der Kopf. Ich mag den Spruch, hätte ich gesagt. It's enough to click once, Google. Oh, Alter, der ist Level 6 gerade mal! Ach du Scheiße, hat der verkackt! Das war nicht überall gekrittet, der Rennecken, oder? Der. Weiß nicht. Wirkt aber gerade so, als wäre da ein bisschen überall gekrittet, wa? Wäre der Hammer. Haben sie jetzt getauscht. Sehr, sehr lange hingeht. Logisch ist das. Ja, das war jetzt schon ein bisschen Mist. Ich überlege immer noch, ob es gut war, aber langsam doch funktioniert hat, ne? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ich würde mal sagen, ich gewinne hier gerade die Top-Lane total. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Okay. Machen wir die Top-Lane komplett kaputt. Okay, den Top-Lane ist ja mal komplett Schrott. Die haben wir komplett zerstört. Ja, die sind jetzt wieder da. Vor einer zerstörten Lane. Okay, was glaube ich jetzt als nächstes?
Ich würde sagen, erstmal noch nichts. Ich gehe jetzt einfach weiter erstmal. Siehst du was? Wenn ich jetzt weggehe. Nehme ich jetzt einfach mal ein paar Worts mit. Ich bin bestimmt die Braun jetzt, wo ich halt so weit vorne gehen muss. Ein Gegner wird zum Berserker. Sorry, glaube ich, nebenbei schon verstört, nicht? Ein Gegner wurde getötet. Euer Team hat einen Turm zerstört. Okay. Ich würde sagen, ich baue Wormongs den Forsthammer. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das wird ja scheint richtig hart die Mitte zerstören. Ein Gegner wurde getötet. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt noch kommen mag jetzt. Der Gegner ist nicht aufzuhalten. Ein bisschen Counter-Jungle kann ja nie schaden, ne? Ein Gegner dominiert. Oh, immer schön. Ich hoffe, dass ich hier reinführe richtig. Ich muss sagen, ich nutze den Bär eigentlich nur zum Stun und den E und so halt. Den Gashen. Ups. Beinahe vergessen. Ich Counter-Jungle dann hart und... Die klaut habe ich in den Scheiße auch noch, ne? Praktisch. Ob ich es wagen sollte? Ich habe es. Ich glaube, ich sollte es nicht nochmal machen. Ich sollte jetzt, wenn ich jetzt sowas mache, dann werde ich zu greedy. Ich denke, ich krieg das schon hin, wenn ich den ärgere ich mich umso mehr, wenn ich den nicht hinkriege. Nochmal sowas lieber nicht. Wenn ich ganz komplett selbst bin und nicht sterbe, dann kann ich auch nur gewinnen. Jetzt müsst ihr da hin. Ich schlafe doch gerade ganz gut. Das ist das ein Pinkwort? Ja, das ist halt dieses komische Style, der da drüber ist. Ein Verwundeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner ist gottgleich. Okay, okay. Ich gucke halt immer ganz ruhig mit und naja. Wird zwischen auch so ein bisschen auf der Jagd, würde ich sagen. Ein Gegner ist legendär. Das sieht total anders wie den Gegnern halt, ne? Ob ich Plätze packen, wenn ich immer rankomme. Das ist auch relativ wichtig, ne? Das war ärgerlich, wenn man drückt und drückt und das ist einfach auf dem falschen Platz. Oh, oh, Morgan. Okay, die könnte mich ziemlich... Oh, 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 oh. Einfach weg. Einfach nur abhauen, würde ich sagen. Terminiert. Ja, Hilfe. Ich hab fast kaum Schaden gekriegt. Ach, Scheiße, habe ich das gewonnen gerade.
Ich ahne Übles. Genau sowas. Genau sowas ahne ich. Sie wahrscheinlich verdauen noch kommen werden. Sollte doch klappen, oder? Klappt noch, bin mir sicher. Lässt sich natürlich gut spielen. Mit 30 FPS sie sogar spielen, das ist klar. Was? Na, bis wir mal locker die Tabelle total dominiert hat. 4-0-2 ist natürlich auch herrlich. Was es noch gibt. Gut. War das denn nicht, glaube ich, auf der gute... Oh, ich sehe gerade. Ich sehe schon. Ich habe mich gerade auf Schiff gedrückt, das heißt, sobald Rengar sich an mir anschleicht, auto-attackt Rengar, Renekton sofort. Okay, Rengar ist unten. Ah, oh, Idiot! Warum ein Counter-Jungle? Extra gemacht. Das auf. Es kommen dann ein paar mehr. Das war nur mehr. Geht nicht, okay. Muss man aber auch erstmal wissen. Ich spiele Renekton halt auch noch nicht so lange, ich weiß noch nicht alles. Wo man rüber kann, wo nicht. Das weiß ich zumindest. Hier weiß ich nicht. Alles erstmal lernen. Kann man halt auch nur durch Probieren rausfinden. In der Regel, wo man rüber kann oder nicht. Einfach weggeschossen. Die kommt Top Lane, die wollen Top Lane auch kommen. Eigentlich. Dass ich da nicht pushe. Hin. Mal den noch. Ich will ein bisschen Gold sammeln. 2900 müsste, glaube ich, der Frosthammer kosten. Wäre halt schon schön, wenn ich den kaufen könnte, ne? Ja, das reicht schon nicht ganz, aber ich kann meinen Dings verkaufen. Oh ne, das war's. Ah, oh, perfekt. So geht's natürlich auch. Zack. So habe ich auf jeden Fall schon mal schön viel Leben zusammen. Aber wenn ich von einem Scheiß hier one-shotted werden kann. Kate, Miles, Rengar. Nie Morgana. Kate und Miles, alle klar. Ich glaube, ich halt zuerst. Oh Gott, da lässt er sich abschnetzeln wie sonst was. Das kannst du machen, wir sind jetzt gefightet. Das würde ich jetzt halt gerne wissen. Was? Rengar strong. Feed it as hell, Alter. Wahnsinn. Spiel, ich glaube, ich spiele jetzt nicht besonders gut. Ich habe mich vielleicht gut gegen Rengar angestellt, dass er verkackt hat. Und euch jetzt halt so extrem, dass ich das machen kann. Ah, jetzt alles geklaut.
Zack. Also, ich gehe jetzt Recon. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich kipp nicht. Ich gehe jetzt ganz ehrlich erstmal weg. Ich könnte hier noch Duck Dings mitnehmen, das ist noch okay. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh. Ah, okay. War nicht mehr viel. Aber wir haben jetzt Encounter Jungle, damit er das Sieg das nächste Mal hat. So viel zu Please That Luck, ne? Das war ganz witzig bei Syndra. Mal so einer zuguckt. So einfach mal so ein großes Minion so mit den Händen hin und her wirft. Dominierend. Oh man, so lustig mit anzusehen. So, es geht doch schon ganz gut. Very good English, mal dir. Oh, die Name ist tot. Da, vergiss es. Dein Tier war tot. Bis ich da wüsste. Bis ich damit hätte er schon fünfmal die fünfmal gekillt. Leider. Also ich spiele auch irgendwie total seltsam, aber. Okay, so. Frosthammer kaufe ich natürlich erstmal Atmosphäre eventuell, oder? Jetzt muss ich mir noch gucken, was ich mir zuerst entscheide. Atmosphäre und Schunze natürlich denn die Dings. Jetzt bisher habe ich natürlich, kaufe ich übrigens Leben. Sondern die Items, die mir halt die beiden Resistenzen bringen. Rüstung und Magieresistenz. Ich da komme ich halt denn dadurch. Kaufe ich halt momentan etwas später. Da kann ich dann halt wieder richtig loslegen. Die Syndra, wir brauchen dich hier. Ah, oh, getroffen. Nice. Oh. Ja, keine Chance. Syndra. Ein Verbündeter wurde getötet. Unnötig. Wenn es gewinnen können. Hätte sie mitgemacht. Die haben vorhin auch gegen mehrere gewonnen. Durch mich. Wenn wir da 2 gegen 3 gegen 4 oder 5 ankommen, dann kommen wir 5 Gefangen sofort locker an. Sollte das doch gut möglich sein. Ich spiele komplett Carry, das ist scheiße. Ah. Fuck, die machen ihn. Okay, ist wieder weg. 6 Minuten braucht das. Das heißt, 35 müsste wieder da sein. Oh, hier fehlen was. So.
Beschwörer hat das Spiel verlassen. Na, oh, natürlich, genau. Eigentlich Tristana, du müsstest das eigentlich hinkriegen. Tristana ist verdammt stark. Wenn du das Spiel hast, einige sehen, die sind richtig abgegangen. Wir müssten jetzt einfach wuppen. Wir stehen wieder allein. Einer AFK, zwei da, zwei hier. Toll. Restart, Leute. Aha, wir brauchen sie. Wir brauchen die kleine Bitch. Ja, nee. Oh, genau. Ein bisschen Kodan holen. Kann nie schaden. Na. Anna, der Botlane. Gut, aber es schafft nicht allein. Ja, nix. Ich glaube, wir verlieren es. Oh Gott! Letztendlich sind die ein besseres Team, würde ich sagen. Denn die spielen jetzt richtig zusammen und sind auch 5 und nicht 4. Nicht schlecht. Wahrscheinlich wollte es auf der Erde auch kunden, dass man immer noch sieht, wo sie ist und oh. Nami. Schafft man nicht mehr. Vergiss es. Vergiss es, das Spiel verlieren wir. Ich hoffe, die kommt bald mal zurück, die Sandra. Dann auf sie verzichten können wir definitiv nicht. Ja, ähnliches denke ich mir auch gerade. Ja, danke. Solche Spiele sind natürlich depressiv, ne? Es war natürlich depressiv, weil ihr habt's gesehen. Top-Lane ist komplett dominiert gewesen. Aber letztendlich hat Teammates teilweise, weil man einfach das Teamplay, sag ich mal, verkackt. Bei Teammates auch nicht richtig funktioniert. Bei Gegnern hat es besser funktioniert, so kann man sagen. Ja, und natürlich, dass die Sonne jetzt auf Cover ist, natürlich. Hilft natürlich ungemein dazu bei, dass die Gegner gewinnen können. Sehr schade.